So, da sind wir wieder. So. Alter, 80 Meter schon. Das ist schon fett. So, wie viel? Erstmal hier alles rein. Ach, Wolfram. Lol. Können wir Lampen bauen? Das wäre schnieke. Wie viel Kupfer haben wir? Ah, wow, wir haben fast 180. Was willst du noch ein kleines bisschen? Verdammt. Na dann, let's go. Gehen wir noch mal kurz in die Höhle direkt. Das kriegen wir noch zusammen. Jetzt wird er gelacht. So, schon war's das. Nee. Das. Wird das nicht jetzt wieder ewig dauern, das Ganze hier einzuschmelzen. Kupferblöcke, Alter. Hoffentlich bleibt das nicht bei diesen 20 Blöcken. Weil wenn wir von jedem immer 20 Blöcke brauchen, das ist ja, das steht ja kein Verhältnis mehr. Das wäre echt way too much. Ja, wie gesagt, also ich würde dann tatsächlich sagen, hieraus machen wir die ganzen Werkzeuge, weil die Spitzhacke, die scheint ja richtig gut zu performen. Und ja, mit dem Dia machen wir dann, genau, wie gesagt, mit dem Dia Werkzeuge und mit dem Mese machen wir dann Rüstung. Und so ein Scheiß. Gut, hier fehlen noch 8, noch 4, um auf 18 zu kommen. Was ist mal drinne? Und immerhin schon zweimal Regenbogen. Langsam, aber sicher wird's. Gut, ganz ehrlich, hier kann auch ein bisschen was raus. Ist ja hier. So viel Stein werden wir nie im Leben brauchen. Weg. Ist jetzt auch so ein bisschen schade, ne? Wenn man so viel Stein hat. Ich habe ja überlegt, mal bei meinem Server irgendwie so am Spawn so eine Kiste hinzustellen, wo man dann so Stuff reinpacken kann, was man halt nicht braucht. Wo man dann auch einfach so basically irgendwie zum Beispiel ein Door hinstellen könnte, wo dann einfach 18.000 Steine reingeschmissen werden können, wenn Leute sowas nicht mehr brauchen. Das Problem ist, es wird halt immer irgendwelche Dödel geben, die damit einmal die gesamten 18.000 rausnehmen und die dann überall als riesige Türme hinklatschen. Also dich dann, weiß ich, 80.000 Blöcke in Luft bauen damit. Und deswegen ist sowas leider nicht machbar. So. Was ist diese Rune? Ne, das ist was anderes. Was macht das? Wenn ich jetzt irgendwo hinbaue, bam. Was? Lol. Okay, interessant. Das ist ja gut. Ist einfach, sind quasi also Ü-Eier. Gut zu merken. Ach, dieses Warten dauert so ewig und der hat nicht mal die Hälfte. Das ist doch scheiß Dreck. Was machen wir denn so lange? Feld können wir hier leider nicht bauen, weil wir können hier oben kein Wasser platzieren. Das heißt, wir müssen gucken mit dem Feld. Ich meine, man kann auch so ein Feld bauen, aber das braucht dann halt ewig zum Wachsen, glaube. Hm.
haben wir denn hier? Da. Ein bisschen Baumholz am haben wir. Dann baue ich mal irgendwie eine Hoe. Ja. Und dann schauen wir mal. Ey, brauchen wir plus zwei. Elever. Du da und du weg. Danke. Ja, schlimm. Brupp. Brupp. So, dann gib mal die her. Ungefähr so. Gut, hier ist natürlich auch noch besonders sinnvoll, weil hier direkt ein Baum drüber ist und dementsprechend Schatten ist. Ah, egal. Ich glaube eh nicht, dass da überhaupt irgendwas wächst. Wenn wir mal ehrlich sind. Also wenn ich mir die ganzen Farben hier ansehe, die so aufblitzen, das hier dürfte Mithril sein, das dürfte Mese sein und das Diamant sein. Also da kommen scheinbar noch ein paar Level. Achso, guck mal hier, dunkelblau dürfte wahrscheinlich Mithril sein und hier dieses hellbläuliche. Ich schätze mal, könnte das irgendwie Diamant oder sowas sein? Wobei, die Diamant dürfte das hier sein. Was ist das Grüne? Och, gibt es auch noch die ganzen Kristalle? Hier dieses Smaragd und... Ah ne, halt, ist ja hier die Spielername. Hier muss ich ja gucken. Ah gut, hier gibt es zumindest auch, wie gesagt, das hier, Mithril. Ah, nee, ist schon wieder der Spielername. Hier vorne muss ich gucken. Das, was in dieser Eckenklammer ist. Nevermind. Der ist ja schon fertig und keiner sagt es mir. Achso, guck mal hier, Police. Dann ist das vielleicht auch gar kein Rang, sondern es ist einfach, dass der halt ein spezieller Spieler ist, der halt Polizei ist. Also sowas wie Moderator, nur halt kein Moderator, sondern was anderes. Kann natürlich sein. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich doch bloß die Standardmaterialien. Bin ich mal gespannt, was nach dem Kupfer kommt. Vor allem bin ich mal gespannt, ob hier jetzt was wächst. Müsste eigentlich genug Sonnenlicht hinkommen. So. Wer braucht die Dinger hier eigentlich noch? Immer noch so ewig, ey. Ei. Hm. Ja, hier sollte keiner hinkommen. Wie gesagt, mit Ausnahme natürlich, wie gesagt, sich hier hochbauen und sich dann fallen lassen in das Gebiet rein. Den will ich natürlich nicht, was da so abgeht. Ja. Ach, wer dann doch nur schon Feuer sehen könnte, was wir als nächstes Material brauchen. Könnt ihr euch mal anfangen zu suchen, solange wieder hier noch backt. Das ist doch kacke. Immer dieses Warten und Warten. Ich habe gerade eigentlich aus den Rainbow Ore. Aber habe gerade überlegt, ob ich daraus Verschippen baue. Aber wie gesagt, ich würde mal sagen, bei Werkzeugen bleiben wir hier bei dem Diamant. Oder wechseln wir zu Diamant. So rum. Think Fragment. Was kann man eigentlich mit diesem Wolfram machen?
Wo ist es doch? Blümchen. Yay. Sehr cute. Ah. Ich muss mal gucken, was diese Multi-Decor-Mod ist. Die sagt mir gar nichts. Scheint aber sehr viele Sachen hinzuzufügen. Muss ich mal gucken, ob das so eine Erweiterung ist für Home Decor, weil ne, der Name lässt es ja so irgendwie so ein bisschen vermuten. Wenn es eine Erweiterung für Home Decor wäre, dann könnte ich sie sogar auf meinem Creator Server hinzufügen. Wenn es aber bloß eine andere Mod ist, dann wird es halt schwierig, weil dann haben wir zwei große Mods und dann überschneiden sie schon. Weil ist ja auch schon, ne, was auf meinem Server haben wir Home Decor und X Decor. Und auch da ist ja schon viele Rezepte, die sich überschneiden und für Kuriositäten sorgen. Und dann nicht noch eine dritte Mod, dann haben wir noch mehr Kuriositäten. Deswegen, also, wenn es eine Erweiterung ist für eine vorhandene Mod, dann ja. Aber wenn es eine komplett neue Mod wäre, dann schwierig. Sehr schwierig. Kann es eigentlich sein, dass dieser Server hier auch das hat, dass Spielername nur bis zu einer bestimmten Entfernung angezeigt werden? Wobei, guck mal, das Mese immer aufploppt und wieder verschwindet, kann eigentlich nicht an der Entfernung liegen. Oder? Gute Frage, schwer zu schätzen, wie weiter weg ist. Aber sieht fast so aus, als wenn ein Woodplayer weiter weg ist, ne? Ah ja. Lass uns mal nicht irre machen von. Die können uns hier eh nichts anhaben. Denn wir sind King. Gut, bei Meseplayer vielleicht nicht unbedingt. Aber bei allem anderen. Und schon sind wir 180 Blöcke ärmer. Also halt erstmal hier. So. Yay. So. Congratulate Kupfer. Und was nächstes? Wir müssen schon. Oh, Bronze? Ernsthaft? Brauchen wir schon wieder Kupfer? Wie ist das Mischverhältnis? Ah, die halt, so. Ja. Müssen wir also wieder 160 mal Kupfer sammeln? Ah, ne, 110 mal. 60, 50 haben wir ja schon. Ist das im Rollen? Das andere Zeug haben wir ja schon, ne? Zinnbaren, Zinn bis 2 haben, genau. Oh ja, guck mal, es wächst. Halt sehr langsam, aber hey, es wächst. Hey, hey, hey. Das ist aber unschön. Das ist aber echt unschön. 110 Kupfer nochmal. Und ich weiß noch nicht mal genau, ob es überhaupt so viel Sinn macht, hier die ganzen Ranks durchzusuchten. Weil ich hatte eigentlich gehofft, dass wir damit mit ein paar XP bekommen, aber XP scheint das Ganze irgendwie gar nicht zu bringen. Von daher ist die Frage, ich glaube mal, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo das Ranken einfach so ewig dauern dürfte, dass eigentlich fürs Let's Play schon gar keinen Sinn mehr macht. Habe ich so ein Gefühl. Hm.
Cool. Ey, zeig dich, Bitch. Ah. Und da war er weg. Ja, dann waren wir aber eigentlich mittlerweile hier auf dem Server auch schon fast alles gesehen, ne? Also der Spawn war jetzt auch nicht so groß mit uniken Sachen. Ich glaube, dann lasse ich dieses Let's Play damit erstmal Let's Play sein. So als, ne, bisschen special. Oder machen wir doch lieber auf dem anderen Server weiter, hier auf dem, sag schon, Wunderwelten. Da haben wir schon wirklich richtig angefangen, so mit Hausbauen und allem drum und dran. Jetzt hier auch wieder anfangen, irgendwie sich sesshaft zu werden und so, weiß ich nicht. Ob's das bringt. Ich meine, wir können es aber in den, vielleicht nochmal so in ein, zwei Folgen, vielleicht nochmal ein bisschen am Spawn umgucken, ein bisschen weiterlaufenderweise. Ob es da vielleicht auch nicht noch andere Sachen gibt, aber. Ich glaube, das bringt es fast. Guck mal, man kann jetzt sogar den Skin ändern. Oh, man hat mal keine Vorschau. Schade. Springt mir irgendwas ins Auge? Gott, wie lang ist die Liste, Alter? Holy shit. Hätte er wenigstens mal alphabetisch sortieren können. So, ziehen wir jetzt mal unsere Rüstung aus, damit man überhaupt was sieht. Oh Gott. Das da. Nein. Das da. Na gut, man kann so ein bisschen durchklicken. Sind hier diese Standard-Skins. Oh, war da gerade. Der hatte gerade das Trump. Lol. So kann man natürlich auch Rüstung faken. Oh, hier ist sogar richtig mit 3D. Sehr interessant. Okay. Jesus! DJ Gangster. DJ Gangster und so. Okay. Keine weiteren Fragen. Zombie Boss. Ich glaube nicht, dass das so aussah, aber gut. Ist überhaupt bekannt, wie der aussah? Das passt schon eher. Take bakes in the... What the hell? Ich habe Fragen. Adventure. Ah. Oh, das könnte man machen.
Ich hab schon wieder den Namen für das Spiel vergessen. Hieß das Spiel Zelda oder hieß die Figur Zelda? Nee, die Figur, die hieß ja Link. Oder L irgendwas mit L. Und eben das Spiel hieß Zelda. Genau, also ja, Zelda. Ghost. Ah, schade. Ich dachte, es ist dieser Ghost von Call of Duty Modern Warfare. Ah. Hallo, Mr. Makarov. Batman, Bad Joker. Mad MC. Also siehst du, das war der falsche. Irgendwas mit jetzt genau. Ah, 282. Gut. Schon mal die Zahl merken, falls wir nichts Besseres finden sollten. Thron. Zombies. Das ist ja süß. Rainbow Crew, Gott. Okay. Wieso kennt das Spiel mich und warum siehst du so hässlich aus? Warum geht es mich dreimal? Holy shit. Was ist denn hier los? Mark vor. Creeper. Gott. Selbst die Hände haben sie weggemacht. Schön, die Werkzeuge einfach in der Luft rum. Mark 5. Okay. Invisible. Nee. Hä? Ja, gut. Kann man natürlich auch machen. Snow Miku? Ja, siehst du, gibt's ja nicht Hatsune Miku? Ne, wobei, die war ja bei der anderen Mod, bei Wunderwelten, war die auch relativ weit hinten, ne? Verstehe ich gar nicht. Müsste ja eigentlich direkt das erste Skin sein. Digga. Also. Leider gibt's hier keine Suchleiste. Skrillex! Lol. Hey. Angel of the. Was? Angel of the. Keine Ahnung. Steche nutzt mal gut. Okay, die beiden sind gleich. Chicken Terminator. Ach du Kacke. Pikachu! Das ist cool, Girl! Galaxy! Halloween! Gut, dann gehen wir mal hoch zu 282. Und dann ein bisschen weiter runter, ne? Da war ja hier irgendwie one dieser Adventure. Nehmen wir den. Ich wollte eigentlich. Easy. Nehmen wir den so lange. So, das Zeug hier wächst, glaube ich, langsam. Also ist man noch immer noch in der ersten Stufe. Also in der ersten, in der zweiten Stufe, aber in der ersten, also hat den ersten Wachsvorgang durch, ist das erste Mal gewachsen. So. Für den Schuh raus. Okidoki. Dann bereiten wir uns mal darauf vor, den Spawn ein bisschen unsicher zu machen.
ran. Danke. So. Vielleicht würde ich mich gerne nochmal hier ein bisschen das Bombenreich ein bisschen mehr angucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht so viel gesehen haben. Was halt schon ein bisschen schade ist. Ist hier noch was drin, ne? Genau, die war leer. Vielleicht haben wir sogar noch ein paar von diesen, oh, wir haben 40 Äpfel dabei. Ach, das ist ein bisschen wenig. Vielleicht haben wir sogar noch ein paar von diesen, Knochen. Wäre vielleicht auch ganz geil. So, spawn. Na gut, das Grünhaus ist schon mal relativ unfertig. Da hinten haben wir diese coolen Bäume. Dieser Baum des Lebens oder so. Da hinten ist auch einer, schon ein bisschen zerpflückt. Na, ist ja geschütztes Gebiet. Schade. Da müssen wir auf jeden Fall was finden. Wenn wir hier uns niederlassen wollen, irgendwo, müssen wir auf jeden Fall den Baum des Lebens zu finden. Ganz wichtig. Ja, aber so groß ist hier das Spawn echt nicht. Ich meine, am Anfang, ne, beim Spawn war irgendwie diese Meldung, dass sie wohl an einem weiteren Spawn arbeiten. Vielleicht ist er ein bisschen imposanter oder so. Aber hier... Ich weiß nicht. Ah, nee. Ich glaube, wir haben hier bereits nahezu alles gesehen. Also glaube ich nicht, dass sich hier noch irgendwelche Schmuckstücke verstecken. Oh, der da hinten ist wieder so ein Knochen. Oder da hinten ist so ein Knochen. Mal direkt schauen, was da drin ist. Besser als Weihnachten. Oder auch nicht, ich wäre enttäuscht. Oh, Honig. Na ja, kann man Sachen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Auf plus 1. Warum stelle ich so schön? Auf dem Tier, danke. Gut, in die Richtung ist schon mal nichts weiteres, schätze ich mal. Sieht zumindest nicht so aus. Hier ist eine komische Skulptur. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ja, lassen wir das mal mit dem Server an der Stelle und dann werden wir dann das nächste Mal, wenn wir wieder Mindtest spielen, doch lieber wieder mit Wunderwelten weiterspielen, also auf dem Wunderwelten-Server.
Beziehungsweise mal wieder auf meinem Server weiterspielen. Haben wir auch schon ewig nicht mehr weitergespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren. Beziehungsweise, genau, wir waren ja dabei, das neue Gebäude da zu bauen. Die neue Niederlassung. Hatten wir ja angefangen gehabt. Ja. Ja, wie gesagt, dann soll es das mit der. Mit dem Server erstmal gewesen sein. Vielleicht fällt euch auch noch was ein oder ihr könnt mir sagen, dass es da vielleicht noch da und da für die Sehenswürdigkeiten gibt. Da könnte man hier später noch vielleicht nochmal nachgucken, also weiterspielen. Aber jetzt aktuell wüsste ich nicht, was wir hier hätten, was wir auf dem Wunderwelten-Server nicht hätten. Von daher würde ich dann doch lieber eher sagen, dass wir lieber bei Wunderwelten weiterspielen, weil da haben wir auch schon angefangen mit dem Hausbau und so. Das macht dann wahrscheinlich doch eher Sinn, als hier jetzt nochmal anzufangen. Da sehe ich erstmal den Sinn nicht wirklich hinter. Ja. Von daher. Mal gucken, ob ich als nächstes direkt meinen Test weiter aufnehme. Oder ob ich jetzt dann doch erstmal nochmal ATS und ETS zwischenschiebe und dann nochmal eine 16 Folgen, also dann halt eine reguläre 16-Folge-Session wieder aufnehme. Muss ich mal gucken, wie ich nächste Woche Lust und Laune habe. Auf jeden Fall, ja, sollte das erstmal mit dem Server gewesen sein. Und dann auch für mich für heute. Und dann sieht man sich zu was auch immer als nächstes kommt. Bis dann.